Ja, hallo. Ich möchte heute anhand der HEKO zeigen, wie wertvoll es sein kann, wenn man einfach, bevor man ins Projekt für eine neue Webseite startet, eine Analyse durchführt, eine gründliche Analyse, wie man dann eben auch am Schluss extrem viel Zeit sparen kann, indem man eben in die richtigen Sachen investiert, statt in Dinge, die man vielleicht gar nie braucht oder Dinge, die jetzt nicht so entscheidend sind, um eben auch einen Return on Invest zu erreichen. Und da bedanke ich mich bei der Firma HEKO, die uns erlaubt hat, jetzt einen Teil der Analyse hier in dem Video zu besprechen. Logischerweise kann ich jetzt nicht alles besprechen, vor allem auch von der Länge her und aber auch natürlich von den Unternehmensdetails. Aber man soll es beispielhaft einfach mal sehen. Ja? Ich habe hier mal aufgeschlüsselt, was wir alles so analysiert haben. Das war natürlich deutlich mehr, also was man jetzt auch vom Inhalt sieht. Es ging über 3 Stunden fast, wo wir einfach mit der Fachabteilung, mit der Geschäftsleitung zusammengesessen sind und dann im Prinzip über das komplette Geschäft gesprochen haben. Ja. So, mal zum Unternehmen an sich. Da kann man natürlich jetzt sehr viel zu sagen. Vor allem die Kernpunkte, die für uns relevant sind. Es ist ein mittelständisches Unternehmen, ja, damit man mal auch so das Projekt einstufen kann. Dann, es ist ein Handelshaus mit Tochterfirmen im Fertigungsbereich. Das wird gleich später nochmal relevant werden, aber eben der Fokus auf ein Handelshaus. Und die Unternehmenskultur haben wir uns auch erläutern lassen. Das kann immer wichtig sein. Beispiel, wenn man plötzlich sagt, man möchte Preise transparent nach außen stellen und Lieferzeiten transparent nach außen stellen, dann kann es unter Umständen, wenn die Unternehmenskultur eben eine andere ist, und da es bisher beispielsweise so war, dass die Verkäufer am Telefon im Prinzip Lieferzeiten und Preise nennen konnten, wie sie lustig waren, und jetzt aber der Kunde plötzlich auf der Webseite sehen würde, oh, der sagt mir, die Lieferzeit wären jetzt, was weiß ich, 3 Wochen, sie sind aber laut Webseite 5 Wochen, einfach um das Geschäft abschließen zu können. Und dann kann sowas auch ein Problem sein. Deswegen, es lohnt sich durchaus mal ein bisschen Unternehmensanalyse zu betreiben und zu schauen, ja, wo befinde ich mich denn da? Passt im Prinzip das, was wir technisch umsetzen, überhaupt zu dem Unternehmen an sich? Ja, bestes Beispiel auch Social Media. Wenn man Social Media etablieren möchte, dann muss es auch zum Unternehmen passen. Und deswegen empfehle ich eigentlich immer da mal so ein bisschen im Gespräch auf den Zahn zu fühlen, was ist denn das für ein Unternehmen, ja, wo fühlen die sich wohl und so weiter. Dann ganz wichtig die Branchenanalyse, klar, bei der Firma HEKO ist es jetzt so, die sind im Bereich der Rohrverbindungsteile primär unterwegs, das ist deutschlandweit gesehen ein Nischenmarkt, da kommen wir dann später in der Marktanalyse nochmal drauf, es ist im Edelstahlumfeld, logischerweise dann auch B2B. Ja, also keine Privatpersonen als Kunden, das ändert natürlich einiges. Dann ist es im Industrieumfeld und im Prinzip alle Punkte zusammen sagen es eigentlich schon, es handelt sich um eine konservative Branche. Das ist nämlich auch wichtig zu wissen, wenn man die Webseite umsetzt, da kann ich denen jetzt nicht mit, sagen wir mal, total neumodischen Webseiten kommen, mit total abgespaceden Usability-Features. Das macht da einfach keinen Sinn, das ist da auch nicht zweckführend und ja, also das sollte man wissen. Dann haben wir hier noch so Beispiele für die Kunden, in welchen Branchen da die, aus welchen Branchen die Kunden kommen. Das wäre jetzt zum Beispiel der Anlagenbau oder die Automobilindustrie, Wasserwerke, Molkebetriebe. Hier habe ich noch Chemie- und Sanitärhäuser aufgeschrieben. Da hat allerdings die HEKO relativ wenig Kunden. Da kommen wir auch gleich später nochmal dazu, warum das überhaupt jetzt interessant ist, dass sie da wenig Kunden haben. Und also man muss jetzt eben wissen, wenn man dann an die Webseite gehen würde, in so einer konservativen Branche, auf was man da Rücksicht nehmen muss. Ja, das soll man also beispielsweise bei der Usability berücksichtigen. Es kann logischerweise auch relevant sein, mache ich eine responsive Webseite, ist das überhaupt notwendig? Ja, also da kann man viele Sachen daraus ableiten. Die Marktanalyse ergab, also wie gesagt, wir haben die Analyse ja nicht so gesehen richtig durchgeführt und uns von bestimmten Instituten irgendwelche Informationen geholt, sondern das wurde uns einfach mitgeteilt. Ja. Es gibt deutschlandweit circa 8 bis 10 vergleichbare Mitbewerber. Das hatte ich auch vorhin gemeint mit Nischenmarkt. Von diesen Mitbewerbern haben allerdings jetzt wenige eine Fertigungsmöglichkeit. Ja. Da sticht die HEKO auf jeden Fall heraus. Wird auch später nochmal relevant. Der komplette Markt ist seit jetzt mehreren Jahren schon extrem vom Preiskampf getrieben.
Aus meiner Sicht eröffnet sowas dann beispielsweise auch durchaus Chancen, mit der Webseite oder mit eben Zusatzleistungen zu punkten, wenn eben am Preis nicht mehr viel gedreht werden kann. Dann ist es eher ein geringes Wachstum in den letzten Jahren gewesen. Da möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, das soll jetzt mal nicht interessieren. Dann, es gibt eine sehr hohe Lieferantentreue bei den Kunden. Sprich, es wird schwierig, neue Kunden über die Webseite zu akquirieren, wenn die quasi schon einen Lieferant haben. Auch das ist besonders interessant, da komme ich später dann in den Schlussfolgerungen nochmal drauf zu sprechen. Nichtsdestotrotz ist natürlich dann, wenn jemand nach einem Lieferanten sucht, das Web extrem wichtig. Ja? Aber sagen wir mal, die bekannten Kunden, die sind da schon unter Dach und Fach, da komme ich jetzt dann wie gesagt gleich nochmal drauf zu sprechen. Big Player mit festen Beziehungen, das war der Punkt, ich habe gedacht, der kommt erst später. Also es geht eben um die Big Player, die richtig Umsatz und Marge generieren können. Also jetzt die Großen zum Beispiel in der Automobilindustrie oder in der Chemieindustrie. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf den Punkt, die Heko hat relativ wenig Kunden in der Chemieindustrie, einfach weil die schon seit Jahren feste Beziehungen zu ihren Lieferanten pflegen. Das heißt, hier muss man sich mal überlegen, kann man überhaupt mit einer Webseite da reinkommen, ja? Und das will ich dann am Ende nochmal aufgreifen. Dann ein Nischenmarkt mit komplexen Produkten und Einsatzmärkten, das ist auch wichtig zu wissen, weil das bedeutet, die Webseite wird komplex, ja? Sprich von der Logik, die man da entwickeln muss. Auch von den Navigationsmöglichkeiten, die man anbieten muss, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann Produktsortiment ist nicht standardisiert. Was bedeutet das? Wenn heutzutage jemand zum Beispiel nach einem PC Ausschau hält oder nach einem Laptop und er geht auf irgendeine Seite, sei es jetzt zum Beispiel Computer Universe oder Amazon, dann hat man da natürlich die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel einen Monitor aussuche, zu sagen, okay, ich filtere mir erstmal nach Zoll und ich filtere mir von mir aus nach Auflösung und so weiter und so fort. So eine standardisierte Möglichkeit, dann auch dediziert Produkte zu suchen, die gibt es in dieser Branche und in diesem Produktsortiment nicht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt auch, man muss den Aufbau der Webseite mit den Produkten dediziert mit dem Kunden abstimmen. Ja. Dann ganz wichtig, wie verhält sich das Ganze im Hinblick auf Absatzmärkte Deutschland, Europa und weltweit? Stichwort Mehrsprachigkeit. Da haben wir sehr viel drüber geredet und da hat sich auch gezeigt, dass das in den letzten Jahren ein ganz wichtiger Punkt war, Europa und weltweit, dass hier die Absätze auch zugenommen haben, was auch zum einen daran liegt, dass eben im Ausland der gute Ruf von deutschen Lieferanten gilt. Ja, also das war in den letzten Jahren doch wirklich wichtig, hier der Absatzmarkt. Dementsprechend lässt sich schon erahnen, dass die Mehrsprachigkeit aktuell bietet die Heko 3 Sprachen, Deutsch, Englisch, Tschechisch an, dass hier auch die Mehrsprachigkeit zunehmen kann, beziehungsweise an Wichtigkeit eben auch zunimmt. Internetverkäufe wurden uns gesagt, haben massiv zugenommen. Die Telefonverkäufe für den klassischen Verkäufer am Telefon haben abgenommen. Das heißt, hier ist auch schon mal eine geschäftliche Begründung, warum es sich lohnt, in die Webseite zu investieren, wenn, wie gesagt, so Punkte beachtet werden, wie kann ich überhaupt die Big Player mit einer besseren Webseite zu uns lotsen, wenn die feste Beziehungen haben und im Prinzip quasi schon ihre Standardprodukte immer dort bestellen. Das muss man dann eben abwägen. Ja. Kunden- und Anwenderanalyse. Da möchte ich jetzt mal eine Grafik hervorholen. Schauen wir mal ganz kurz, wo ich die habe. Kann ich hier pausieren, bis ich die hervorgezogen habe? Leider nicht. Ich habe ein neues Videoprogramm, deswegen sei mir das verziehen. So, und zwar wollte ich diese hier. Also das ist jetzt natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil den eigenen Kundengruppen kann man unter Umständen dann auch entsprechende zum Beispiel Navigationskonzepte zuordnen, auch deren quasi, wie sie mit der Webseite umgehen, wie sie überhaupt umgehen können vom Know-how. Sitzen da jetzt beispielsweise sehr viel junge Internetaffine, dann können die natürlich besser mit einer Webseite umgehen wie jetzt eben andere. Und deswegen war dieser Punkt auch sehr wichtig für uns. Und da haben wir uns Zeit genommen
Und da wurde uns gesagt, eben 50% der Kunden sind im Handel unterwegs, sprich die kaufen quasi nur von der Heko und verkaufen es dann weiter, die verbauen die Produkte nicht selbst und, 50% sind im Endverbraucherbereich. Und Endverbraucher ist jetzt nicht eben im Sinne von der Privatperson, sondern von Unternehmen, die die Produkte vor Ort verbauen. Ja, also Beispiel Anlagenbauer, die dann direkt diese Rohrverbindungsteile in ihren Anlagen verbauen und die Rohre zusammenstecken. Ja, so, dann gehen wir mal in den Bereich Handel. Hier wird es nämlich deshalb interessant, weil hier wird unterschieden mit eigenem Lager oder ohne eigenes Lager. Der Großteil dieser Kunden ist bekannt. Ja, das sind häufig Mitbewerber, die dann quasi in Deutschland zukaufen müssen, weil die Lager beispielsweise leer gegangen sind oder weil die das selber eben nicht sonderlich anbieten und dann es nur über die Zukäufe bei uns an ihren Kunden vertreiben. Also sprich, über die hier ist relativ viel bekannt. Dann gibt es welche, die haben kein eigenes Lager, die werden beschrieben, also die haben da quasi einen eigenen Domänenbegriff für, das ist Schreibtischhändler. Ja, warum? Die sitzen häufig dann eben in Büros an ihren Schreibtischen und werden viel dann über quasi eingekauft und direkt wieder verkauft mit kleinen Margenaufschlägen. Ja, also bei denen wird es quasi über den Umsatz, über die Menge gemacht und nicht so sehr über die Marge. Und deswegen heißen die Schreibtischhändler, weil die eben primär vom Schreibtisch aus verkaufen und jetzt nicht auf ein Lager zugreifen. So, die benutzen teilweise die Webseite aktuell schon als, ja, wie will man es nennen, als Warenwirtschaftssystem, weil die sehen dort direkt, was haben die an Bestände, was haben die an Lieferzeiten und können so dann das 1:1 an ihren Kunden weitergeben. Ja, deswegen kann man hier schon klassifizieren, ein Großteil dieser Besucher/Anwender werden Power-User sein, ja, weil die ständig mit der Webseite arbeiten, die haben die kontinuierlich rechts offen, arbeiten mit, kennen im Prinzip alle Funktionen, das sind die Power-User. Und dann gibt es eben noch andere, da haben wir jetzt keinen Begriff für, da ist auch nicht klar, wer das alles ist, deswegen hier mal ein Fragezeichen. Gehen wir rüber nochmal zu den Verbrauchern. Hier unterscheiden wir jetzt drei Arten. Das eine sind die Techniker und die Ingenieure, die ein sehr gutes Produktverständnis haben, die genau wissen in der Regel, was sie wollen oder zumindest bestimmte Merkmale von dem Produkt wissen, was sie wollen. Und die häufig dann eben an ihren PCs sitzen und in ihren Programmen eben diese Maschinen konstruieren. Ja. Ist gut zu wissen, weil die brauchen ja zum Beispiel es nicht auf dem Tablet. Ja. Ist als ein Beispiel, aber wie gesagt, zu den Schlussfolgerungen kommen wir später. Dann gibt es, ich nenne sie normale Einkäufer, die sind in großen Unternehmen oder in größeren Betrieben eben dafür zuständig, alles an Produkt einzukaufen, was sie im Sortiment haben. Das heißt, wir reden hier auch teilweise von Einkäufern, die kaufen auch Gummi, also die kaufen jetzt quasi nicht nur im Edelstahlpreis, sondern die kaufen auch Gummi und was weiß ich, Ware fürs Büro, also Schreibmaterialien und so weiter. Die kaufen im Prinzip kreuz und quer alles. Bei denen kann man jetzt natürlich nicht voraussetzen, dass sie ein gutes Produktverständnis haben. Ja? Und dann gibt es noch die, nennen wir es Projektmanager auf der Baustelle, die wirklich vor Ort sind und dann sehen, wie das eben eingebaut wird. Und die haben so gesehen für uns, dass sie wirklich aktiv kaufen würden, keine Relevanz. Ja? Aber die können einem schaden, wenn zum Beispiel eben die Ware nicht adäquat war, die dann anrufen, ich bin hier auf der Baustelle, jetzt fallen mal eine Woche aus, weil wir haben nicht die richtige Ware und im Prinzip steht die Baustelle jetzt eine Woche still. Sowas tut weh. Ja? Und das läuft dann schon dahingehend, dass man die Einkäufer hier dazu bringt, auch die richtige Ware zu kaufen, obwohl die eben relativ wenig technisches Know-how haben, damit später quasi da nicht Probleme entstehen, die eventuell negativ auf einen zurückfallen. Ja? Hier sind wir noch am ehesten im Bereich von Tablets oder quasi von Kleingeräten, die dann wirklich vor Ort schauen oder die zum Beispiel merken, wir haben zu wenig bestellt oder wir müssen was anderes bestellen, noch zusätzlich und die dann mal kurz auf dem Handy das aufrufen. Ja. Also die darf man eben auch nicht vergessen. So,
Hieraus kann man schon sehr vieles ableiten, eben technisches Know-how, sagt mir schon, wie würden die auf der Webseite suchen, würden die quasi direkt bestimmte Merkmale eingeben. Der typische dieser Einkäufer, der eben wenig Know-how hat, würde das nicht. Ja? Das sagt mir schon sehr viel über die Navigationskonzepte. Ein weiterer Punkt ist, die Lieferzeit und Liefermenge der gewünschten Artikel ist zum Beispiel für diese Schreibtischhändler extremst wichtig. Da kann man sich also deutlich von den Mitbewerbern absetzen. Und da möchte ich jetzt auch gleich in den nächsten Punkt einsteigen, Mitbewerberanalyse. Da das sehr übersichtlich, wie gesagt, 8 bis 10 Mitbewerber sind, konnten wir hier auch sehr viel rausgewinnen und haben primär den Punkt Differenzierung hier mal mit aufgenommen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass kein anderer Mitbewerber Echtzeitdaten auf der Webseite liefert, sprich zu Lieferzeit und Liefermenge. Ein paar wenige haben in den letzten Jahren ein bisschen nachgearbeitet und bieten jetzt zum Beispiel Daten, die 2 Stunden alt sind. Ja, das ist schon mal natürlich ein Vorteil zu den anderen, die quasi das gar nicht zeigen, ja, oder nur sehr veraltete Daten zeigen. Aber ein klares Unterscheidungsmerkmal sind eben die Echtzeitdaten der HEKO. Auch die Transparenz, wo man wirklich alles rausgibt, Stichwort Lieferzeiten oder alternative Artikel und so weiter und so fort. Hier kommen wir auch wieder zu dem Punkt, ne, Unternehmenskultur. Ja. Und also hier kann man sagen, da unterscheidet sich die HEKO von ihren Mitbewerbern deutlich. Bereitstellung von technischem Wissen, auch ein ganz elementarer Punkt. Hier sprechen wir auch wieder auf die bestimmten Besuchergruppen oder Kundengruppen an. Beispiel die Techniker, die jetzt ihre Datentabelle gern hätten und sehen würden, Hitzebeständigkeit oder bestimmte Einsatzszenarien und so weiter und so fort. Also hier muss man zusagen, das ist mit Sicherheit ein zusätzlicher Service, den die Kunden zu schätzen wissen, weil sie hier kostenlos sehr viel technisches Wissen bereitgestellt bekommen. Sei es eine 3D-Zeichnung, sei es ein technisches Datenblatt, wo wirklich die Spezifika drinstehen, wofür das Produkt zugelassen ist, sei es Zertifikate und so weiter. Ja, die bekommt man eigentlich bei den Mitbewerbern sehr selten kostenlos, beziehungsweise auch gar nicht, ja, weil es einfach ein sehr hoher Aufwand ist, dieser Pflegeaufwand. Und hier kämen wir jetzt auch wieder an den Punkt, harter Preiskampf, ja, dann ist das ja wichtig, ja, weil damit hebe ich mich ab. Klar, ich habe hier wieder das Problem, wird sich nur bei mir informiert und wird dann bei jemand anders gekauft, aber da sind wir jetzt noch nicht so weit drin wie bei den typischen Privatkonsumenten, die dann in Geschäfte gehen, sich Sachen anschauen und es dann am Schluss online bestellen oder quasi woanders kaufen. Das haben wir hier noch nicht so stark. Deswegen ist das mit Sicherheit ein Punkt, um dem harten Preiskampf, mit vorne bei zu sein und sagen, okay, ich muss jetzt nicht die letzten Cent mitmachen, ich biete das hier und deswegen kaufen die Kunden auch bei mir. Weitere Differenzierung, ich hatte es am Anfang angesprochen, bei der Unternehmensanalyse, dass die HEKO Tochterfirmen hat, die fertigen. Dadurch ist es der HEKO möglich, spezielle Kundenartikel anzubieten, ja, mit Anpassungen. Das muss man natürlich dann auf der Webseite auch hervorheben, einfach weil man dann mehr als der Mitbewerber anbieten kann. Branchenunüblich hohe Breite und ergänzende Produkte, das ist jetzt so eine Entscheidung von der Geschäftsleitung, dass man eben zu diesen Standardprodukten alles drumherum noch oder versucht, großteils drumherum anzubieten. Da hebt man sich natürlich auch von ab, weil der Kunde dann nicht von 3 Lieferanten Sachen kaufen muss. Ja. Dann Feature-Vergleich, das haben wir dann auch mal uns angeschaut, was bieten die anderen Firmen so an Features auf den Webseiten, sei es jetzt zum Beispiel ein dediziertes Kundenportal, wo man seine Rechnungen online einsehen und runterladen kann, sei es eine Suche, was sehr schwierig ist, weil es eben kein standardisiertes Produktsortiment gibt, sei es Social Media Auftritte, wo man vielleicht schneller oder einfacher in Kontakt treten kann und vieles mehr. Da möchte ich jetzt gar nicht so eingehen, was die alles anbieten und wo die vielleicht besser sind, weil es ging ja nur darum, was da quasi der Unterschied ist und dann Schlussfolgerungen draus zu ziehen, und es würde jetzt einfach auch den Rahmen sprengen. So, dann haben wir mal eine Bestandsaufnahme von der eigenen HEKO-Seite gemacht. Ja? Laufzeit. Das heißt, wir wollten wissen, wie lange läuft die jetzige Webseite schon, nachdem sie entwickelt wurde, um zu wissen, was von Projekten wir da machen, wie lange das quasi halten muss. Gibt ja auch Aufschluss drüber, kann ich auf eine Technologie setzen, die vielleicht sogar schon abgekündigt ist, einfach weil sie stabil ist. Wenn die aber 8 Jahre laufen soll, ich kriege dann 8 Jahre keine Sicherheitsupdates, dann wäre das natürlich schlecht.
Oder muss ich jetzt schon Sachen implementieren, die ich vielleicht nicht gleich brauche, aber die quasi in 5 Jahren notwendig sind, muss ich das schon berücksichtigen. Deswegen haben wir die Laufzeit uns sagen lassen. Wir haben uns sagen lassen, woher denn die Daten kommen. Werden die alle händisch von Redakteuren auf der Webseite gepflegt? Sind die irgendwie anders aufgebaut als die eigentlichen Daten, also die eigentlichen internen Unternehmensdaten? Und hier ist es so, dass die Daten der Heko direkt aus dem ERP kommen. Ja, also das sieht, die Webseite ist zum Teil so halber nachgebaut, das ERP-System. Für bestimmte Bereiche muss man es natürlich sagen, klar. Also zum Beispiel die Artikelgruppe, wie die aussieht, die sieht sehr ähnlich jetzt im ERP-System aus. Ja. Und hier sollen also die Daten künftig herkommen, deswegen sind die auch live, weil eben das ERP hinten dran steckt und aktuell über Web-Services da eine Schnittstelle zur Verfügung stellt. Das eben, deshalb auch eben dieser Punkt Echtzeit. Bestandsaufnahme. Die Geschäftslogik ist auch relativ ähnlich, das heißt, hier musste seitens der Webseite viel Logik implementiert werden, die es auch schon im ERP gibt. Beispiel Filterlogik, Beispiel artverwandte Artikel. Also man kennt das beispielsweise von Amazon, wenn es heißt da unten ähnliche Artikel. Ja, da muss man ja irgendwie erkennen, was sind ähnliche Artikel, also dass man da nicht dem Kunden irgendeinen Quatsch anbietet, das er gar nicht verwenden könnte. Und da haben wir eben ganz ähnliche Logik wie im ERP. Bei der Heko war jetzt der Riesenvorteil, dass es fertige Auswertung zu Google Ranking gab. Das wird mit Ranking Spy gemacht und fertige Auswertungen mit eTracker. eTracker an dieser Stelle auch zu empfehlen, weil es in Deutschland datenschutzkonform ist. Anhand dessen haben wir viele Informationen raussuchen können, zum Beispiel auch so Navigationskonzepte, von wem die verwendet werden, welche Kunden tatsächlich auf die Webseite kommen. Also diese eine Map hier mit den Kunden haben wir da auch teilweise direkt Kunden der Heko zuordnen können. Da möchte ich jetzt allerdings nichts veröffentlichen, aber wenn das vorhanden ist, dann hat man schon mal einen riesen Vorteil. Ansonsten wäre auch die Frage, ob man auf der aktuellen Webseite erstmal dieses Tracking einbaut, um dann später bei der Neuimplementierung der Webseite zu sagen, ich lege auf dieses Feature die Priorität oder auf dieses Feature die Priorität, das lasse ich zum Beispiel ganz raus. Ein bestes Beispiel war, ich hatte mal einen Kunden, der wollte quasi News-Plugin für seine Seite, für die Stadtseite. Und ich habe dann mit ihm drüber gesprochen, ja, wie häufig würden sie denn da was machen, was sind das für News und so weiter und so fort. Am Schluss haben wir uns mal darauf geeinigt, dass wir da kein News-Plugin teuer implementieren, sondern das anders lösen über eine 50 € Kosten, also nahezu kostenfreie Lösung eigentlich eher. Und nach einem Jahr habe ich dann mal gefragt, und, hättest du es bisher gebraucht? Nein. Ja. Und da bieten eben solche Auswertungen viel Möglichkeit, um zu gucken, was wird von den Kunden tatsächlich genutzt, wie wird es genutzt, wenn man es neu programmieren sollte, das nochmal mit rein, sollte das anders rein, das ist auf jeden Fall das A und das O. Deswegen empfehle ich hier immer, wenn es noch keine Lösung hierfür gibt, würde ich die versuchen, in die alte Seite noch zu integrieren und dann mal noch über 3 Monate Informationen zusammen, dass man mal ein bisschen Gespür für kriegt, in welche Richtung sollte denn die Neuentwicklung gehen. Navigationskonzepte. Ganz spannender Punkt, einer der wichtigsten Punkte, weil wir eben diese komplett unterschiedlichen Anwendertypen der Webseite haben und nicht dieses standardisierte Produktsortiment, gibt es jetzt hier aktuell sehr viele Navigationskonzepte. Zum Beispiel eine reine Suche, eine Volltextsuche, eine dedizierte Artikelsuche, ein Schachbrett, wo quasi man sich langsam durchnavigieren kann, so baumstrukturartig. Ein Filter eben, wo man dann sagen kann, gib mir mal alle Flansche mit Nennweite oder Lochkreis so und so. Das sind die 3 primären, ich nenne das eigentlich primäre Navigationskonzepte. Hier muss man jetzt schauen, wie man die künftig dann auf der Webseite zusammenführt, ohne dass es quasi ja, total überfrachtet wird und keiner mehr versteht, was soll ich jetzt eigentlich verwenden. Und ein bisschen auch so auf die Kundengruppe, die eigentlich dafür vorgesehen ist, zu optimieren. Und dann gibt es eben, ich habe das mal Shortcuts genannt, viele kleinere Navigationskonzepte wie Sie wollen zu, ja, wo man quasi direkt ganz runterspringt. Bestes Beispiel, man ist relativ weit oben in dieser Baumstruktur und 90% der Kunden möchten jetzt zu einer ganz bestimmten Artikelgruppe, dann bietet man oben bereits an, Sie wollen zu
und dann springt man direkt runter, ohne dass man nochmal durchnavigieren muss. Oder es gibt die artverwandten Produkte eben, das ist vergleichbar mit Amazon. Es gibt links ein Stack, wenn man merkt, man ist zweimal falsch abgebogen, dann kann man da relativ schnell wieder woanders hinspringen. Oder es gibt einen sogenannten Index, der mit Kurzbezeichnungen für die Artikel arbeitet, also Muffen, MU jetzt beispielsweise. Und hier gibt es eben bestimmte Navigationskonzepte, die eigentlich kein großes Navigationskonzept an sich sind, sondern eher so kleine Shortcuts. Ja, und auch da muss man jetzt schauen, wie oft wird das verwendet. Werden artverwandte Produkte häufig verwendet? Wird da wirklich geklickt oder nehmen wir da uns zu viel Platz weg, obwohl es ganz selten benutzt wird? Ja, oder muss man das beispielsweise nur ganz bestimmten Kundengruppen einblenden? Könnte ja auch sein. So. Zu den Schlussfolgerungen, also wie gesagt, das ist jetzt alles im Schnelldurchlauf, es ist viel mehr eigentlich da dahinter, aber ich glaube, es kommt schon langsam raus, warum man sich anfangs die Zeit nehmen soll, einfach weil man da ganze komplette Features zum Beispiel streichen kann oder zu bestimmten Features einfach sich mehr Zeit nimmt und dann mehr entwickelt, es noch besser macht. Und ja, ein paar Schlussfolgerungen, lang nicht alle, waren die SEO-Optimierung, da die Internetverkäufe rapid zunehmen. Im Prinzip kam ein Gespräch auch raus, also der SEO-Optimierung muss sich alles unterordnen. Ja? Weil die Neukundenakquise, wie gesagt, Big Player gehen hier schwierig, aber die Neukundenakquise aufgrund von einem harten Preiskampf doch sehr wichtig ist, weil man dann jetzt auch mehr über Masse absetzen muss statt über Marge. Und dann die Laufzeit der Webseite sind bisher schon 8 Jahre, daher muss man jetzt doch schon überlegen, die neue Seite responsive zu bauen, weil die eben 8 Jahre halten soll und man nicht weiß, wie wird die Verwendung in zum Beispiel 5, 6 Jahren sein. Ja, hier auch in Klammern mal diese Baustelle, die ich vorhin erwähnt habe, der Projektleiter auf der Baustelle, der vielleicht dann das doch mal am Handy aufrufen, vielleicht künftig sogar selber direkt bestellt. Das ist gewollt. Ja, da muss man jetzt sich gut überlegen, weil das doch einen deutlich erheblichen Mehraufwand zur Programmierung bedeutet, ob sich das lohnt. Ist aber ein bisschen dadurch ja, obsolet geworden. Also sprich, wir bräuchten es jetzt nicht, aber wir brauchen es eventuell in 8 Jahren und so lange läuft halt die Webseite. Ja. Das heißt, der Punkt, ob sich das aktuell lohnt, ist ein bisschen nach hinten gerutscht. Und da ist jetzt die Entscheidung eben gefallen, dass es auch responsive sein soll. Tracking ausbauen, um Navigationskonzepte feiner abgrenzen und Kundengruppen zuordnen zu können. Also wie gesagt, wir haben da schon Auswertungen, aber nicht so schön, wie wir uns das vorstellen. Da möchten wir auf jeden Fall noch was investieren, damit man dann von Anfang an sauber tracken und sagen können, oh, jetzt sagen wir mal nach 2 Monaten oder 3 Monaten, wir lassen jetzt das eine weg und machen das andere besser, ja, als Beispiel. Ja. Also bei uns geht es immer darum, in vielen Inkrementen uns zu verbessern und da ist eben das Tracking das A und O, weil alles andere wäre quasi nur gefühlt und das ist immer so schwierig, vor allem wenn man diese unterschiedlichen Kundengruppen sieht. Ja. Dann gegebenenfalls dedizierte Lösungen für bestimmte Kundengruppen. Also bei den Ingenieuren war mal die Idee von unserer Seite aus da, dass man denen eine dedizierte Desktop-Anwendung zur Verfügung stellt, die vielleicht Schnittstellen bietet. Oder die denen vielleicht bestimmte 3D-Modelle für ihre SolidWorks-Anwendung generiert. Ich habe das jetzt deshalb mal auch hier aufgeführt, weil das betrifft jetzt nicht direkt die Webseite. Aber es wäre natürlich dann auch wieder eine Schnittstelle, wo dann auf die Schnittstelle, die die Webseite verwendet, zugegriffen wird. Sprich, Webseite greift auf die Schnittstelle zu, aber auch dieses Desktop-Tool, was man vielleicht mal entwickeln möchte. Für bestimmte Kundengruppen. Auch das würde auf die Schnittstelle zugreifen. Sprich, da muss man auch ein bisschen das im Hinterkopf behalten. Aktualisierung auf dem Client. Und zwar, Sie haben jetzt zwar schon Echtzeitdaten, aber wenn der Client die Seite die ganze Zeit offen lässt, kriegt der nicht mit, wenn im Hintergrund sich schon wieder was geändert hat. Ja? Dafür gibt es Technologien, da kann man quasi aktiv an den Client den neuesten Preis übermitteln. Ja? Das heißt, wenn der jetzt sich das gerade anschaut, kurz auf die Toilette geht und in der Zwischenzeit ist der Lagerbestand auf Null gegangen, dann würde das gleich mitkriegen. Ja? Also es ist einfach nochmal so eine Verbesserung von der Echtzeit, die ohnehin schon besser als bei allen Mitbewerbern ist, aber das möchte man jetzt nochmal besser machen. Technisches Know-how in Form von multimedialen Inhalten. Also das technische Know-how ist ja momentan primär in Form von zum Beispiel 3D-Zeichnungen von technischen Datenblättern so vorhanden.
Hier haben wir auch mal ein bisschen drüber gesprochen, wie das multimedial alles passieren könnte. Ja? Dann Wiederverwendung der komplexen Geschäftslogik. Das ist natürlich jetzt ein ganz interessanter Punkt. Das ist auch das, was wir jetzt so von der Co-IT primär machen. Uns geht es ja nicht nur darum, sagen wir mal, einfache Webseiten zu entwickeln, sondern auch die Schnittstellen und quasi an bestehende Systeme anzudocken. Und hier muss man jetzt klar sagen, weil die Logik komplex ist, weil sie sich wiederholt und weil für die Logik schon im ERP Zeit und Geld investiert wird, um die umzusetzen, wäre der Ansatz der, dass die serverseitige Schnittstelle für die Webseite möglichst das 1:1 wiederverwenden kann. Dafür gibt es auch technische Lösungen und da kann man aus meiner Sicht extrem viel Geld sparen, weil ja dann auf der Webseite nicht mehr viel Logik programmiert werden muss, sondern die quasi vom ERP kommt. Sprich, man kann eigentlich sagen, bisher kommen nur Daten vom ERP live, ja, aber die komplette Logik muss immer zweimal programmiert werden. Und das möchten wir reduzieren, dadurch spart man wieder Geld, da hat man also auch viel gewonnen. Nochmal zu den Schnittstellen. Ich habe jetzt von dem Desktop-Tool für Ingenieure gesprochen. Es gibt schon eine EDI-Schnittstelle. Es gibt auch häufiger mal Anfragen von Kunden, die gern bestimmte Produktklassen als CSV hätten, damit sie es bei sich im ERP einspielen können oder bei sich Preislisten pflegen können oder was auch immer. Hier ist jetzt auch das Thema Schnittstellen für Kunden, ja, die man eventuell wiederverwenden kann. Also dass quasi das, was auf der Website zur Verfügung gestellt wird, für den Kunden direkt zugreifbar ist, damit er sich das einspeist. Ja. Das ist natürlich jetzt schon weit gedacht, aber genau das könnte der Knackpunkt für die Big Player sein. Weil für einen der Big Player wurde eben so eine EDI-Schnittstelle gemacht und den hat man jetzt natürlich sehr gut an sich gebunden, wenn da die ERP-Systeme direkt Daten austauschen. Das heißt, wir haben vielleicht jetzt das Problem, dass diese festen, diese große Lieferantentreue besteht, aber eventuell könnte das Web oder quasi die Schnittstelle vom Web eine Lösung sein, um an neue Big Player zu kommen. Dann Differenzierungsmerkmale, da hatten wir ja oben eine ganze Menge. Ich habe hier jetzt auch nochmal Echtzeit ausgeführt, das hatten wir ja hier schon, aber generell die Differenzierungsmerkmale, das muss man sich jetzt genau anschauen, wie kann man die noch verbessern, ja, also wie kann man sich noch mehr abheben, wie kann man das Ganze runder machen und ich glaube, da ist auch noch einiges möglich. Das habe ich doppelt, machen wir es gleich mal raus. Und die Mehrsprachigkeit gewinnt an Bedeutung. Hatte ich ja vorhin gemeint, das war also laut Aussage der Geschäftsleitung eben besonders wichtig, dass man da über den ausländischen Markt noch mehr absetzen konnte. Ja, also hier müssen wir auch schon überlegen, bei drei Sprachen wird es wahrscheinlich nicht bleiben, zumindest wenn die Seite wieder 8 Jahre läuft, sodass man hier auch schon bedenkt, es muss einfach skalieren. Ja. Das waren jetzt wie gesagt wenige Punkte und stark verkürzt. Wie lange haben wir jetzt? 32 Minuten, oh, das war jetzt doch extrem lang, ja. Aber dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel da eigentlich in die Diskussion eingeflossen ist und das holt man aus meiner Sicht bei der Entwicklung 10-fach wieder raus, diese Zeit. Ja. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback gerne in die Kommentare. Macht's gut.